Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge The Callisto Protocol. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, an der Stelle nochmal Dankeschön für eure Unterstützung hier bei dem Projekt. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne weiter unterstützen mit einer kleinen Bewertung. Danke dafür. Und checkt doch gerne das Gewinnspiel ab von meinem Partner. Link in der Videobeschreibung. Kostenlos gerne mitmachen. Wir schauen doch mal. Oh, warte. Yes! Arbeitsunfall. Würde ich auch so sagen. Officer Carrie Brown. Carrie Brown. So. Okay. Okay. So. Auf jeden Fall gerne natürlich weiter immer stitzen hier, Freunde, das Ganze. Okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Munition. Jetzt kann ich die auch eigentlich wegballern. Und vielleicht erstmal. Ich heile mich erstmal. Ach, Scheiße. Falsche Knopf. Falsche Knopf! Komm, knallst du rein. Sie weg, die knallen sie weg. Alter Schwede. Alter Schwede. Okay. Haben wir das geschafft. Mit mehr Munition ist es geil. So. Was haben wir hier Schönes? Torsicherung. Ah, nice. Ah, guck mal, hier hätte ich die auch in die Spikes reinwerfen können. Hier rein, aber wir hatten doch noch ein anderes Tor gesehen. Oder? Was war das denn jetzt? Lass mich bloß in Ruhe, ey. Ich denke mal, hier wird der normale Weg. Ja, naja, hier ist der normale Weg. Lass doch mal kurz zur anderen Tür gehen, ey. Jetzt könnte ich nämlich ganz gut. Neuen Loot vertragen, ja. Wo war die Tür denn nochmal? War denn das nochmal hier vorne, oder? Oder erinnere ich mich gerade falsch? Hier. Hier ist so ein bisschen Bonuszeug, oder? Was mir gerade einfällt, wo ich jetzt hier den Energiewandler finde gerade. Warte. Alter. Skunk Flintenplan. Baupläne. Alter, den hätte ich jetzt übersehen können, oder was? Okay. Was mir da gerade einfällt, bei der Werkbank. Ja. Ob ich da mir hätte irgendwie mehr Inventarplatz craften können, oder ob das erst später kommt mit dem Anzug. Da ist sowieso die Frage, wann kriegen wir diesen Anzug, den wir schon gesehen haben? Wann kriegen wir endlich diesen geilen Anzug? Der sah ja richtig nice aus, fand ich. Dann sind wir auch diese hässliche Knastkleidung los. Und es kann wirklich sein, dass es Ausdauer gibt im Kampf, weil hier kann er ja anscheinend. Ne, jetzt kann er nicht mehr rennen. Keine Ahnung warum. Also manchmal hört er einfach auf zu laufen.
Und da frage ich mich, ob das an seiner Ausdauer liegt oder ob er irgendwie, weiß nicht, ob da irgendwas im Weg ist, dass er nicht mehr läuft. So wie jetzt hier. Das Ding ist echt verdammt groß. Elias, ich bin im Aufzug. Ich sehe dich zu. Elias, alles klar? Tja, Elias meldet sich nicht mehr. Elias, kannst du mich hören? Sorry für die Funkstille, ja? Mir war totales Chaos. Biester kam irgendwie rein und hat alles zerlegt. Kommen wir noch in die Schuhe? Ja, aber wir haben nur Notstrom. Also muss ich das manuell steuern. Keine Sorge. Ich bring dich da schon hin. Ich aktiviere die Gondel. Die bringt dich rüber. Okay, ab in die Gondel. Sicher, ja. Aber gibt es hier irgendwie noch was zum Sammeln? Nee. So eine Werkbank wäre ganz geil, jetzt mit dem neuen Bauplan, ne? UJC Dog zu Ihren Diensten. Schrotflinte. 800. Scheiße. Bruder, beruhig dich doch mal jetzt. Revolver Munition kaufen. Ach, scheiße, ist das teuer. 800, soll ich sparen? Pause, 800. Ach komm, ich spare einfach, oder? Ja, komm. Sparen wir lieber. So. Ja, Bruder, ich hab Zeit. Boah, ich liebe solche riesigen Räume. Wenn dann auch noch so ein geiles Raumschiff in der Mitte ist, das ist schon nice, oder? Optisch gerade? Überall diese Dinger. Scheiße. Keine Munition. Tschüss. Au. Komm. Hey! Der Stern. Das war verdammt knapp. Okay, ich knall mir so einen Akku direkt mal rein, ey. Ich habe zwei Stück. Also was mich wirklich bisher stört, keine Map, keine Navigation, kein Anzug, wenig Inventar. Das nervt mich.
Und dass so viel Fokus auf Nahkampf ist. Finde ich auch nicht geil. Sag ich ganz ehrlich. Finde ich nicht so geil. Vor allen Dingen, weil der sehr hakelig ist irgendwie. Aber vielleicht finde auch ich nur den so hakelig, aber... Keine Ahnung, mit dem linken Stick so auswählen, ich weiß nicht. Ich fühl das irgendwie nicht so richtig. Von der Story ist leider auch bisher nicht so viel zu spüren, oder? Was hat das jetzt gebracht, eigentlich die beiden Sachen Eis zu sammeln? Sehe ich gerade irgendwas? Junge, warum gibt's jetzt so viel Heilung? Was soll das? Hat das einen Grund? Die Tür geht erst auf, wenn der Strom wieder voll da ist. Mach dich kampfbereit. Greif zu, Rudi. Komm. Ich klöppel dich weg, ey. Ja. Ich habe nach links gedrückt, ich schwör's euch. Komm, klopp ihn da rein. Yes. Pass auf. Nein, wieso hat er ihn losgelassen? Was? Was? Jetzt flieg doch noch mal rein, ey. Drecksau. Heil dich. Wieso habe ich jetzt drei Striche? Warum kann ich das so oft hintereinander machen? Komisch. Ganz komisch. Okay, die muss ich jetzt klöppeln. Irgendwie kann ich das jetzt nicht mehr einsetzen. Warum auch immer. Ich verstehe es gerade nicht, warum ich das jetzt teilweise zweimal hintereinander einsetzen kann und jetzt gar nicht mehr. Heil dich. Guck's dir doch nicht jedes Mal an, ey. Du Dulli. Aufpassen, nicht selber da reinlatschen. Was ist das denn für einer? Nicht selber da reinkommen! Oh Gott, wie knapp! Oh Gott! Nein, lass mal. Ach so, ja, okay. Oh mein Gott, wie das aussieht. Hä? Versteh's schon wieder nicht, Mann. Ah, warte mal, das ist gut. Oh, da ruckelt's aber gerade. Da lief das aber nicht mit 60 Frames gerade. Auf keinen Fall lief's gerade mit 60 Frames. Da ist er ganz komisch aus jetzt gerade. So, erstmal alles vertreten, ey.
ey. Das habe ich aber wirklich jetzt nicht verstanden, warum ich das jetzt öfters einsetzen konnte hintereinander. Komisch. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United Tag. Ja, das scheiße, ja, stimmt, wir brauchen 800. Egal. Einfach weg damit. Aha, komm mal hier. Ich glaube, das wird nicht reichen. Das bringt ja, glaube ich, nur 100, ne? UJC-Druck zu Ihren Diensten. Ich mach's einfach. Einfach um die neue Knarre zu haben. Bei Problemen bitte an den Administrator wenden. Abgeschlossen. Das soll eine Schrotflinte sein? Schnelles Waffenwechseln. Rechtstaste. Achso, okay. Okay, gut, nice. So, geschafft. Okay, jetzt hat's geklappt. Geh zum Kontrollpult und mach die Zelle auf. Bin unterwegs. So. Achso, der wandelt die immer um. Ah, okay. Keine Ahnung, wie ich das finden soll. Wie findet ihr das, dass er die immer umwandelt, dass es nicht einzelne Waffen sind, sondern dass er das... obwohl, ist ja eigentlich scheißegal, oder? Eigentlich ist ja scheißegal. Und mal schauen, wie das so klappt, mitten in der Panik, ey. Soll ich den direkt mal wegschroten? So, sorry, meine Nase mal wieder. Okay, jetzt in der Panik. Ach du Scheiße, nee, das ist scheiße, Mann. Das ist scheiße mit dem Wechseln. So wie das gelegt ist. Nee, das ist wirklich scheiße. Ich erklär's gleich. Hält der aus, ey. Okay, alles klar. Das ist scheiße, Alter, mit dem Wechseln. Na, guck mal, wenn du angegriffen wirst in der Panik, du läufst weg. Jetzt sprintest du ja mit L1. Du nimmst den linken Stick, drückst nach vorne, machst noch L1, musst ja lenken, wo du hin willst. Dann musst du ja noch den rechten Stick benutzen. Und dann musst du aber vom linken Stick mit dem Daumen weggehen, um dann zum Waffenmenü zu gehen. Dann wählst du das aus und dann musst du noch mit dem Steuerkreuz, also nicht nur rechts drücken, damit die Waffen ausgewählt werden, sondern noch Steuerkreuz oben nach unten. Das ist ja richtiger Scheiß. Hä? Wieso macht man das? Kann man das im Menü umstellen? Das ist ja kompletter Blödsinn. Warum macht man nicht die Waffen auf dem kompletten Steuerkreuz einfach? Weil unten heilen ist. Das ist ja dumm. Unten ist heilen, aber dann macht doch wenigstens... Und oben ist... Steuerkreuz oben ist halt das Menü. Das ist doof. Das ist scheiße, Mann. Das macht Spielrechte nicht viel Sinn, ey. Eigentlich gar keinen Sinn aus meiner Sicht. Das macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn, spielerisch. Nee. Das sind so viele Komfortsachen jetzt schon, die aus meiner Sicht so dumm sind einfach. Das ist einfach dumm, wirklich, ohne Scheiß. Naja. Ich hab's. Elias, ist das wirklich die Richtige? Hey!
hol mich hier raus! Was machst du denn hier? Was zur Hölle ist los? Hast du gewusst, dass hier ist? Ist hier, die wir suchen? Hey, ich wusste nur, dass uns hier jemand helfen kann, okay? Und warum sollte ich das? Ich bin hier schon ewig. Ich weiß alles über diesen Ort und ich kenne den Weg zum Hangar. Okay, und du rufst uns einen Shuttle. Und der fliegt uns hier raus. Wir schaffen das. Wir müssen einfach nur zusammenhalten. Danke, aber ich komme allein zurecht. Aber hier noch ein Tipp. Trau ihm nicht. Er verbirgt was vor dir. Alarm! Notfallverriegelung gestartet. Elias! Ich schwöre, Jacob, ich wusste nicht, wer sie war. Ich dachte, du weißt alles über diesen Ort. Ja, das habe ich auch gedacht. Und was jetzt? Jetzt bist du da drin gefangen, bis die Zelle andockt. Das heißt, ich kann zur Bahn, du aber nicht. Schon klar. Nein, ist in Ordnung. Du musst zur Müllentsorgung, okay? Melde dich, wenn du dort bist. Dann Transfer beendet. Moment, was zur Hölle ist das? Nur was Kleines, um dir zu helfen. Vertrau auf den Plan, okay? Bis später. Vertrau auf den Plan. Okay. Ah, ja, gut. Schon wieder Leben am Limit hier, ey. Gut. Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt mal langsam zum Schluss, ey. Ich habe irgendwie Schiss, dass ich da das alles wieder nachspielen muss beim nächsten Mal. Ja, ey, wie gesagt, so manche Sachen, die kann man nicht nachvollziehen. Wie jetzt gerade das mit der Steuerung, das macht wirklich keinen. Das macht keinen Sinn, ey. Das ist einfach Blödsinn. Das ist einfach Blödsinn. Das macht's nur umständlich, mitten im Kampf zu wechseln, die Waffen. Oh, Junge, nerv mich doch nicht. Ich erkläre doch gerade hier, Mensch. So, das müsste ein neuer Checkpoint gewesen sein. Ja, wir hören hier auf, Freunde. Danke fürs Zusehen und haut rein. Tschüss.